Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Transocean 2 Rivals. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile in Kapitel 4, haben Kapitel 3 sogar auf Silber abgeschlossen. Nachdem ich bei Kapitel 2 so gefailt habe und gerade so Bronze geschafft habe, hatte ich mir gedacht, wow, das wird schwierig. Aber Kapitel 3 haben wir relativ gut zu Ende gebracht. Mit ein bisschen mehr Geduld hätte ich vielleicht sogar Gold geschafft, ich weiß es nicht. Es kommt aber, es gefällt euch anscheinend, das Let's Play, deswegen, das freut mich natürlich sehr. Ich habe jetzt wieder gewartet, jetzt ist gerade die 8. Folge raus. Die 9. müsste dann kommen, ja genau. Ja, so, jetzt heute, die wird die 10. erstmal aufgenommen, um mal sehen, wie viel heute. Und ja, wir haben hier wieder einiges zu tun, Freunde. Mindestens 150 Aufträge abliefern, die ein Frachtupgrade erfordern. Das heißt, wir müssen jetzt Schiffe upgraden. Kaufe die Uranminen in Afrika auf. Das wird bestimmt nicht billig. Und mindestens 500 Millionen auf dem Konto haben. Wow. Wow. 500 Millionen auf dem Konto ist mächtig. Das heißt, in diesem Kapitel werde ich höchstwahrscheinlich auf Tankschiffe gehen. Wenn ich es dann irgendwie hinbekomme, die zu kaufen, ne? Weil die sind ja immer nicht so billig. Aber Tankschiffe haben wir ja... War das im ersten Kapitel? Oder ist es da gezeigt oder hier? Ich weiß nicht, in irgendeinem Kapitel kamen ja Bulkschiffe Punkte, Containerschiffe, also die Regionspunkte, Containerschiffe waren so ausgeglichen und Tankschiffe sind die, wo Geld bringen. Und kaum Punkte halt. Müssen wir schauen, wie wir das jetzt hinkriegen. Wenn wir aber Uranminen kaufen müssen, dann brauchen wir wahrscheinlich auch Punkte. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir versuchen jetzt unser Glück. Patrick, Patricia und Sie durchforsten Tag und Nacht die Dokumente von Megan R. Boyle auf der Suche nach Indizien gegen Sie und gegen das Verfahren, das gegen Patrick läuft. Dabei stoßen Sie auf einen weiteren Rivalen. Yay, noch ein Rivale. Ja, warum auch nicht, ne? Wir haben ja mit der Beule nicht genug zu kämpfen, Mann. Und die anderen, die sind ja mir schon relativ egal, aber die Beule, die geht mir, naja. Gut, okay, wir haben 15 Millionen am Anfang, ja toll. Damit kriege ich kein Tankschiff. Ah, 6 Monate Zeit. Aber wir haben 3 Schiffe, vielleicht ist ein Tankschiff dabei. 4 Rivalen. Naja, es wird halt nicht einfacher, das war uns klar. Deswegen, wir starten einfach durch und schauen, ob es wieder ein Semi-Fail gibt oder ob wir wieder gut durchkommen. Seid gespannt, Freunde. Hallo, Chef. Nach unserer letzten Nachtschicht über Megan Boyles geheimen Dokumenten habe ich die Sache nun geknackt, glaube ich. Sehen Sie mal hier. Bank of Hong Kong. Europa-Akte. Aha. Ja, sie scheint hier zu zahlen. Für... Dinge. Naja, alles sehen. Ein unbekannter Geschäftspartner von Megan taucht immer wieder auf. Aber er ist überall geschwärzt. Ich war mal so frei und habe ihn Mr. X getauft. Wie finden Sie das? Jawohl, Mr. X, ganz toll. Ganz toll, Patrick, Mr. ganz toll. X scheint aus Asien zu kommen. Zumindest finden die geschwärzten Kontobewegungen zwischen ihm und Megan immer dort statt. Hier sind auch noch irgendwelche Akten über Uranminen in Afrika. Es scheint ganz so, als ob Megan diese aufkaufen will. Das schreit nach einer gehörigen Portion Umweltverschmutzung. Was hat Megan mit diesem Mr. X vor? Wen will sie noch ruinieren? Wir müssen ihr schleunigst das Handwerk legen, ihr Verfahren gegen mich einstellen und sie am Kauf dieser Uranminen hindern. In puncto Afrika kann ich vielleicht ein paar Informationen beitragen. Ein befreundeter Reeder aus Afrika, Philippe Dupont, hat mir neulich erst berichtet, dass ihre Freundin, Frau Boyle, immer mehr Schmuggelware aus dem afrikanischen Raum transportiert. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie tunlichst die Finger davon lassen, da nie etwas Gutes dabei rauskommt, auch wenn das Geld verlockend ist. Investieren Sie lieber in Upgrades, um wertigere Güter transportieren zu können oder die Ausgaben Ihrer Flotte zu senken. Hey, hey, ich bin hier der die Tipps gibt. Alles klar, verstehe schon. Ich muss eh zu Philipp und ihm bei einer Spendenaktion helfen. Man sieht sich.
Mit den Upgrades hat er allerdings gar nicht zu Unrecht. Soll ich Ihnen erklären, wie das funktioniert, Boss? Ja. Schmuggelware. Endlich kommt die auch ins Spiel. Im Multiplayer habe ich die schon gesehen. Im ersten Teil war das ja ein relativ großes Thema, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Schwierig. Wenn man erwischt wird, hat man halt die Popokarte, sozusagen. Naja, wir werden sehen, was wir tun. Aber Upgrades hört sich gut an. Lassen wir uns natürlich erklären. Vielleicht hat der eine oder andere von euch noch nicht gesehen. Deswegen machen wir, wie gesagt, ich mache das Tutorial jetzt durch. Und also, ja. Genauso wie es in manchen Häfen eine Werft und in anderen eine Schlepperreederei gibt, so gibt es in manchen Häfen ein Upgrade-Dock. Diese haben folgendes Symbol. Jo, alles klar. Also zum Beispiel hier oder hier oder hier. Ja, hier oben. Muss man auch mit dem Schiff erstmal wieder hinkommen. Und wir haben kein Tankschiff, sehe ich gerade, oder? Das sind Bulkschiffe und Containerschiffe. Das ist doch Banane. Oh, muss man erst zum Packen. Auch so ein billiges Tankschiff. Mal schön. Schicken Sie als erstes also mal eines Ihrer Schiffe zu einem Upgrade-Hafen. Klicken Sie auf Ihr erstes Schiff in der Schiffsliste. Und schicken Sie es nach New Orleans. Dies ist momentan der nächste Upgrade-Hafen. Okay. Und nun die Segel setzen, Kapitän. Alles klar, Freund. Machen wir doch glatt. So, jetzt sollte es aber auch fahren. Ach so, ich muss auf Play drücken. Natürlich. Ja, warte mal. Wir können ja mal gucken. Ach, Asien. Afrika. Hier müssen wir also hin. Ich weiß nicht. Port Said. Ah, nee. Da kaufe ich nichts. Das gehört der Meggen. Ich wollte gerade nach einem Schiff gucken, so kurz vorher, aber das gehört der Meggen. Da will ich nichts kaufen. Dann kriegt die Geld. Da kaufe ich lieber in Italien. Das gehört niemand. Ich schaue mal kurz in die Werft rein, Freunde. Tankschiffe. Tja. Mein Plan mit Tankschiffe geht, glaube ich, nicht so ganz auf, oder? Hier steht es ja sogar nochmal. Bringen mehr Prämien ein, bringen weniger Regionspunkte ein. Ja, Tankschiff wird schwierig. Naja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, Freunde. Ja, komm, jetzt kommen wir zum Hafen. Das Schiff ist in New Orleans angekommen. Betreten Sie den Hafen nun. Okay. Mache ich doch glatt. Betreten Sie nun das Upgrade-Dock, indem Sie auf das Gebäude klicken. Hier sehen Sie am unteren Rand die Upgrade-Slots dieses Schiffs. Jedes Schiff hat die gleichen Slots. Okay. In jedem Slot können Sie nur ein Upgrade einbauen. Klicken Sie mal auf den Beschleunigungs-Slot. Alles klar. Bei diesem Slot haben Sie die Auswahl zwischen zwei Upgrades, die installiert werden können. Wenn Sie mit der Maus über eins gehen, sehen Sie, was die Funktion von ihm ist. Suchen Sie sich eins aus und klicken Sie dann darauf. Was, es ist sofort repariert? Ist natürlich auch geil. Wow, was nennt man da jetzt? Entweder sind wir 4 Knoten schneller, das heißt, wir können unsere Fracht schneller wegbringen. Oder die Reparatur. Tour dauert 0 Tage. Das ist jetzt wieder... Was machen wir denn da? Ich denke... Ja, aber jetzt geben wir ja noch mehr Geld aus. Ich will doch ein Tankschiff kaufen. Das ist ja gemein. Naja, gut. Jawohl, mit der Aufrüstung könnten wir dann gut Geld verdienen. Ich hoffe es sehr. Wir werden es sehen, Freunde. Jetzt aber Reparatur... Aufrüstung. Na. Ich denke, die Geschwindigkeit gefällt mir jetzt am Anfang besser. Mit dem großen Pfeil bauen Sie es letztendlich ein. Die Dauer beträgt immer 2 Tage. Die Kosten steigen, je größer das Schiff ist. Schließen Sie dieses Upgrade aber wieder. Ach so, darf ich jetzt gar nicht. Na toll. Die 2 Frachtslots funktionieren ein bisschen anders. Klicken Sie auf den ersten. Hier können Sie aus 3 Upgrades auswählen.
Jedes Fracht-Upgrade ermöglicht es ihnen, ganz neue Frachten freizuschalten und transportieren zu können. Diese Frachten bringen ihnen mehr Geld ein, weil die Firmen mehr dafür zahlen. Entscheiden Sie sich für eines, indem Sie darauf klicken. Ja, was gibt's denn hier? Frachtdämpfung. Ermöglicht den Transport von... Was ist denn das alles? Man sieht's halt nicht genau. Klavier wird wahrscheinlich hochwertige Fracht sein. Und Maschinen. Eine Kiste. Weiß ich nicht, vielleicht Antiquitäten? Hier ist Medizin, Fleisch und Gemüse und so. Und hier Speziallizenz. Uran, also verstrahlte Fracht, Raketen. Und was das in der Mitte sein soll, weiß ich leider nicht. Ja, aber ich denke, das wird doch am meisten bringen, oder? Machen wir das da. Bauen Sie es nun über den großen Pfeil ein. Jo. Wunderbar. Und schon werkeln die Dockarbeiter an ihrem Schiff. Verlassen Sie nun das Upgrade-Dock. Warum denn? Und verlassen Sie auch den Hafen. Eine sinnvolle Strategie ist es zum Beispiel, sobald man sich ein Upgrade für neue Frachten eingebaut hat, zu gucken, wo diese Frachten exportiert werden. Klicken Sie dazu auf den Weltkartenfilter. Das hätte ich vielleicht mal vorher wissen sollen, Kollege. Neben ein paar anderen Visualisierungsmöglichkeiten finden Sie im unteren Abschnitt die Checkboxen für Exportfracht. Hier können Sie nach den drei Frachttypen filtern. Jo, okay, ja, toll. Kann ich jetzt aber nicht, darf ich nicht draufklicken. Toll, weiter. Gleichzeitig ist hier unten eine Liste aller Frachten erschienen. Klicken Sie mit der Maus auf ein Frachtsymbol, um alle Häfen markieren zu lassen, die diese Fracht exportieren. Probieren Sie ein bisschen herum. Das hätte uns wirklich vorhin geholfen, Freunde. Ja, es ist doch schon wieder Banane. Es war das hier. Das hier oben. Da müssen wir immer hier hin jetzt erstmal. Oder hier. Okay, was war's noch? Ne, Konserven nicht. Wo sind denn die anderen Sachen? Okay, das geht jetzt alles Spezial-Upgrade. Spezial-Lizenz. Ne, das ist Tank alles. Warte mal, das ist alles Tank. Wo sind denn die? Da ist noch was. Toll, hier unten. Und hier oben in Europa ganz viel. Na super. Und das letzte war. Ja gut, haben wir Pech gehabt, ne? Falsche wohl ausgewählt, aber gut. So können Sie herausfinden, wo die Frachten exportiert werden, für die Sie die entsprechenden Upgrades eingebaut haben. Da Upgrade-Frachten mehr Prämie einbringen, sollten Sie diesen immer Vorrang geben. Ist okay. Im Schiffsbericht auf dem Reiter Technische Daten können Sie die eingebauten Upgrades Ihrer Schiffe jederzeit nachsehen. Ach, darf ich jetzt gar nicht klicken, alles klar. Ein letztes Thema habe ich noch. Schmuggelware. Folgende Frachten sind Schmuggelware. Raubkopien, fragwürdige Ware und kontaminiertes Wasser. Diese Frachten sind in der Auftragsliste immer rot unterlegt. Ja, gut. Sie können sie zwar mitnehmen und sie werden auch massig Geld dafür einsacken, aber wenn der Zoll sie erwischt, konfiszieren die Waren nicht nur, sondern verpassen ihnen auch eine saftige Geldstrafe. Das ist es meistens nicht wert, aber das müssen Sie wissen, Boss. Wir schauen mal, Patrick. Okay. Das war's jetzt. Alles klar. Könnte das mal weggehen? Danke. Warum leuchtet es jetzt immer noch?
So. Okay, also ich hätte mir jetzt in dem Tutorial gewünscht, dass mir das vorher angezeigt wird, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber okay, wir können ja noch Fleisch. Okay. Medikamente. Medikamente wäre dann nicht dumm, weil das auch hier oben. Dann werden wir jetzt noch Medikamente einbauen, also das Kalte einbauen bei unserem Containerschiff, Freunde. Ich denke, das ist gar keine dumme Idee. Slot 2, das da. Verbessern. Geschwindigkeiten so, wie gesagt, wir müssen jetzt auf unser Geld achten. Das ist nicht so einfach. So, wir haben jetzt Aufträge. Erstmal sind wir mit der Labella hier und werden nach Metro Vancouver gehen. Wir verdienen halt mit Bulkschiffen echt nicht viel Geld. Das ist, das ist eine kleine Schwierigkeit, würde ich mal behaupten. In diesem Spiel oder in dieser Kampagne, aber damit kommen wir klar. Hoffe ich jetzt einfach mal sehr. Und man sieht hier, bräuchten wir Lüftungssysteme. Wir müssen die ja auch upgraden. Ablegen bitte. Wir müssen nach Los Angeles mit unseren Schiffen. Wir müssen die auch upgraden. Frachtdämpfung war hier oben schon mal gut, okay. Ach, jetzt muss ich das wieder. So. Okay. Schwierig. Wie lange sind wir hier? Noch 3 Tage sind wir hier vor Anker. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Wir haben jetzt natürlich keine. Wir haben jetzt natürlich keine. Wir müssen jetzt nach New York. Wir haben keine. Was soll ich jetzt sagen? Schon wieder weg, Leute. Ja, das ist sogar mit Lizenz. Die hier, aber die auch und die ist gar nicht. Naja. Gut, wir fahren mal nach New York. Gucken mal. So, bestätigen. Also erst nach Georgia Ports und dann nach New York. Ablegen. Naja, wir brauchen jetzt Geld, um Tankschiffe zu kaufen, denn dass wir sehr, sehr viel Geld brauchen. Denn wir haben 177 Tage noch Zeit. Oh. Ja, schön. Das dauert aber noch, bis ich da bieten kann. Oh, nee. Ist doch Banane schon wieder. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber wir kriegen das hin. Da bin ich doch sehr optimistisch, Freunde. So, wir wollen mit diesem Kahn auch nach Los Angeles. Egal wie. Wir brauchen bei beiden Kähnen, weil die hier oben rum... Nein, nicht nach Anchorage. Weil die hier oben rumgammeln, wir sehen's. Frachtdämpfung. Nee. Lüftungssystem brauchen wir. Hier definitiv hier oben. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Risiko, was ich mache, ne? Weil jetzt liegen gleich 2 Schiffe einfach rum. Und tun nichts praktisch. Nö, komm. Der eine Tag, auf den können wir warten. So, da sind wir. Nein, dann nehmen wir jetzt nichts an. Moment. Gehen nach Los Angeles. Da kriegt natürlich unser Konkurrent Geld, aber das ist nicht die Beule, deswegen ist das okay, Freunde. So. Lüftungssystem. Das haben wir gesehen. Warte mal. Wir gehen nochmal kurz raus. Und schauen jetzt nochmal. Weltkarte. Ach, das ist alles so geordnet. Das drüben sind Bulkschiffe, dann wird es hier sein. Ah, na, 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 na. Das gibt's hier gar nicht. Das auch nicht. Das gibt's noch. Und das braucht. Sollte das jetzt nicht irgendwo stehen? Gar nichts. Achso, es braucht gar nichts, okay.
Okay. Das gibt's noch hier, das braucht Big Bags. Okay, Big Bags. Mal sehen. Lüftungssystem wollen wir eh einbauen. Das ist uninteressant, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das hier auch. Also Big Books. Big Books und Lüftungssystem wird eingebaut. Alles klar. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Dann können wir nämlich jetzt da rein und sagen, was wir wollen, Freunde. Big Bags, nicht Big Books. Big Bags werden eingebaut. Und Lüftungssystem wird eingebaut. Das liegt jetzt natürlich im Hafen. Das ist ein bisschen Banane, aber so ist es halt, Freunde. Das zweite kommt jetzt auch und wird dann auch am Hafen liegen gleich. So, jetzt sind wir da angekommen. Jetzt geht's weiter nach New York. Da haben wir noch ein bisschen was. Leider, das können wir jetzt leider nicht mitnehmen. Frachtdämpfung brauchen wir da noch. Werden wir dann auch noch einbauen, Freunde. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen, aber ist okay. So. Mitnehmen. Ab dafür. So, da sind wir jetzt auch. Zweites Schiff. Was? Achso. Ja, das war, naja, Banane, ne? Die Fahrt. Aber ist okay. So. Hier machen wir dasselbe. Big Bags. Und Lüftungssystem. Und raus. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir könnten hier auch upgraden, aber nee, da fahre ich lieber wieder zurück. Ich will der kein Geld geben, der Beul. Obwohl. Na ne, wir haben ja hier schon. Ach, wir haben ja schon zwei eingebaut. Alles klar, stimmt. Stimmt. War ja was. Da war ja was, Freunde. So. Jetzt haben wir natürlich das Falsche, ne? Ich habe doch Spezial gemacht. Ich habe doch Spezial reingemacht. Warum kann ich das jetzt nicht fahren? Jetzt warte, jetzt gucke ich nochmal nach. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich habe gedacht, ich habe das Schiff speziell reingemacht. Spezial. Warum? Kann man auch nicht mehr ändern. Warum kann ich dann das jetzt nicht fahren? Muss ich das jetzt verstehen, Freunde? Ja, komm, dann ab nach Halifax. Und dann nach Quebec. Auch wenn es sich kaum lohnt, aber was will man machen, ne? Mann, Freunde, das wird alles ein bisschen arschknapp, glaube ich, dass wir das schaffen. Ich brauche, oder wir brauchen ein Tankschiff. Nein. Nein, nicht nach Dakar. So, nehmen wir das und fahren kurz mal nach Manzanillo runter. Man muss jetzt natürlich auch die Aufträge kriegen, ne? Eieieiei, Freunde, Freunde, Freunde. Natürlich, wir haben aber nichts dabei. Er fängt das schon wieder an mit Zollkontrolle. Mann. So, hier ist aber der Weg definitiv Metro Vancouver. Auch wenn jetzt wieder nichts dabei ist, ne? Was Lizenz braucht, das ärgert mich schon wieder ein bisschen, aber okay. Ist es eben so. Ablegen. Tschüssikowski. Ja, wir haben keine illegalen Waren an Bord. Der Ocean Cruiser gefunden. Danke für eure Kooperation. Und Entschuldigung für die Verzögerung. Ja, danke. Weiterfahren. Super. Hat uns jetzt nur ein bisschen Geld gekostet, ne? Naja, gut. Wie auch immer, Freunde. Wir werden
mit dieser Kampagne ein bisschen zu knabbern haben, glaube ich. Wir geben aber uns das Bestes, das wisst ihr. Und ja, mal sehen, was rauskommt. Ich bedanke mich natürlich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in einer anderen Folge, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.